Juhu und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ich habe gerade ein Rekrutierungsschreiben erhalten. Das liegt daran, dass wir den DLC-Content jetzt verfügbar haben. Für dieses Spiel gibt es nämlich jetzt einen Download-Content. Wer mehr darüber erfahren will, kann ja mal auf die offizielle Seite gehen. Wie immer ist alles in der Videobeschreibung verlinkt, was ihr braucht, um euch über dieses Spiel zu informieren. Dann gehen wir gleich mal zu Gegenständen und lesen uns mal durch, was das Rekrutierungsschreiben der Flotte der Alpha von uns möchte. Diese offizielle Verlautbarung scheint von Mitgliedern der Handelsflotte der Alpha zu stammen. Sie ist eine Aufforderung, nach Rathier zu kommen. Meldet euch in Rathier, so höret ihr unerschrockenen Reisenden, erfahrenen Abenteurer und tapferen Männer und Frauen von Amalur. Im Frostbuchmeer treibt ein Teufel sein Unwesen. Der rote Kehl ist zurückgekehrt und seine Mannschaft der Gehängten hinterlässt eine blutige Spur. Wollt ihr dies zulassen? Die Handelsflotte der Alpha sucht nach furchtlosen Seelen für die Jagd auf den Piratenkönig. Zögert nicht, zieht eure Schwerter, setzt die Segel, nehmt Kurs auf den Ruhm, kommt noch heute nach Rathier. Rathier, auch eines der Ziele, die wir also von nun an verfolgen. Was haben wir überhaupt hier fortgeschritten? Das können wir zum Plunder. Wir müssen ja nicht immer alles mit uns herumtragen. Die Entsorgungsnotiz ist auch nicht gerade das, was ich so mit mir herumschleppen möchte. Das anonyme Tagebuch auch nicht. Abgewetzte Dokumente sind komplett wertlos, brauchen wir also dahingehend auch nicht. Wir können auch gleich mal hier ein bisschen Kram wegschmeißen. Viele Leute haben mir geschrieben, dass ich Sachen mit mir rumschleppe, die ich gar nicht herumschleppen muss. Es wird später erst auch interessant, die ganzen Waffen so zu zerlegen. Das muss nicht unbedingt sein. Wir behalten jetzt hier nur mal die interessanteren Sachen. Das können auch weg. Das benutzen wir nicht. Den Hammer benutzen wir ja auch nicht. Damit wir einfach nicht immer zu vollem Inventar sind und erstmal ohne Probleme alles mitnehmen können. Und als Zweitwaffe rüste ich erstmal wieder die Flammen aus. Gut, Rüstungen, da haben wir das Gleiche. Da haben wir diesen überragenden Kyras, den keine Sau braucht. Die Standhaftprobe tragen wir gerade. Das brauchen wir nicht, das ganze Plunder, das ganze Plunder. Die Kriegshandschuhe bringen uns nichts, weil wir in der Macht keine Punkte haben. So sieht das Ganze doch schon viel übersichtlicher aus. Und Konsumgut haben, ja, Mana-Entzug und so weiter und so fort. In unserer Quest gehen wir jetzt mal ausnahmsweise das Lied von Sir Sagrell. Dieser Quest gehen wir jetzt einfach mal nach. Sir Sagrell, das war ja eine der sagenumwobenen feinen Helden, sungen in seiner eigenen großartigen Ballade und wie es aussieht, steckt er nun in Schwierigkeiten. Ich möchte mich jetzt hier zunächst erstmal umsehen, denn wenn wir jetzt schon mal hier in die Halle der Schöpfung können, gehen wir doch mal in die Halle der Schöpfung. Oh, guten Tag. Sieht echt hübsch aus hier. Also, Geschmack haben sie, das muss ich ihnen lassen. Hallo, Sterbliche. Hallo, Green. Willkommen im Sanktuarium des Sommers, wo die Saat des Wissens ausgesät und gehegt wird. Wie ich sehe, seid ihr eine Fremde und eine Sterbliche. Ich bin Green und ich besitze die Wärme des Heilers. Habt ihr Bedarf an meinen Diensten? Wurdet ihr während eures sterblichen Krieges verwundet? Das ist also der Heiler Green, der könnte uns heilen. Gut. Ich weiß nicht, wie weit Feinde in der Lage sind, uns Sterbliche zu heilen, aber... Unzerbrechliche. Hab Dank für eure Worte, Unzerbrechlicher. Ich war schon einmal tot, warum ignoriert das denn jeder? Oh, was glitzert denn da? Es ist eine Truhe? Eine runde Böllchentruhe. Eine Böllchentruhe, eine glitzernde Böllchentruhe. Kind der Staubs. Ja, weil wir zu Staub zerfallen, wenn wir sterben, nicht wahr? Das ist es. Aber ihr sterbt auch, aber werdet ihr denn wiedergeboren? Wie läuft das? Oh, hallo, Sotaka. Guten Tag, wie kann ich euch helfen? Ihr seid die Sterbliche, von der ich gehört habe. Wie können sie es nur wagen, euch als sanft zu bezeichnen? Glaubt mir, ihr seht wild wie ein Troll aus. Wie bitte? Ich bin kein Troll. Ich kling vielleicht wie einer, aber ich bin keiner. Mann. Tarka, ihr seid der Gammon-Schleifer. Ich kann hier Gammon entfernen und schleifen lassen. In Ordnung. Ich werde hier auf euch warten. Ja, und ihr seht aus wie Rumpelstilzchen. So, jetzt habe ich ihm aber gegeben. Echt mal. Aber richtig gemein. Hallo. Von mir. Hallo. Ist da drüben noch etwas Interessantes? Dort meditiert jemand. Auch hier ist wieder eine Truhe. Ich frage mich, wie man hier Sachen klauen kann, wenn die ganze Zeit Feien zugegen sind. Hallo, Glianal. Das ist ein sehr netter Name. Seid gegrüßt. Ich bin Glianal, auch bekannt als der Antiquar. Was wünscht ein Kind des Staubs von mir? Erzählt mir etwas über euch. Als Antiquar kenne ich auch die geringeren Balladen in der Erzählung der Feien und gebe mein Bestes, um sicherzustellen, dass sie nicht im reißenden Fluss der Zeit verloren gehen. Ich bin der Hüter des Echosteins hier im Haus der Balladen.
Wir haben ihn erst kürzlich erhalten, doch ich finde seinen Zweck ausgesprochen faszinierend. Der Echo, was ist das denn? Also sowas ähnliches wie ein Wissensstein oder wie, oder was? Es ist ein neues Relikt, erschaffen von einigen unserer fähigsten Feenmagier. Normalerweise schreckt mich der Gedanke an etwas Neues ab. Aber in diesem Fall kann ich einen Funken der Neugier nicht verhehlen. Der Echostein kann wie ein Wissensstein verwendet werden, um vergangene Geschichten nachzuerleben. Aha, Geschichten, ich wusste es. Die die Lippen ihrer Erzähler schon vor langer Zeit verlassen haben. Man kann den Echostein jedoch nur verwenden, wenn man im Besitz des passenden Kerns ist. Eines magischen Schlüssels, der von Hallam dem Weißen persönlich entwickelt wurde. Ich habe so das Gefühl, dass der Echostein für uns durchaus noch interessant werden könnte. Also die Feien haben Angst vor Veränderungen. Mögen eure Wege sicher sein. Sie haben Angst vor Neuem, weil sie es gewöhnt sind, dass sich ihre Balladen immer und immer wieder wiederholen, dass sie immer und immer wieder im gleichen Zyklus geboren werden, wieder auferstehen. Ja, dann hätte auch ich Angst vor Veränderungen, wenn ich es nicht gewöhnt bin. Wir Menschen müssen ununterbrochen mit neuen Herausforderungen rechnen, ununterbrochen damit rechnen, dass sich unser Leben von einer Sekunde auf die andere komplett verändert. Neues ist für uns aufregend und spannend. Hallo, guten Tag, guten Tag. Oh, hallo. Elova, guten Tag. Lasst mich euch ansehen, wie hübsch ihr doch seid. Dankeschön. Viel zu hübsch für das Haus der Balladen, so viel steht fest. Ich neige dazu, mich an der Gesellschaft Sterblicher zu erfreuen. Sie sind so fleischig. Ich bin Elova, okay. Lehrerin in den Künsten der Persuasion. Und dazu gehört auch die Verführung, aber das habt ihr euch möglicherweise schon gedacht. Ihr meint wohl eher die Künste der Perversion. Also wenn das nächste Mal wieder jemand ein Kompliment von mir verlangt, werde ich sagen, oh, ihr seid so fleischig. Das wird sicherlich sehr ansprechend rüberkommen. Ausbildung. Ach, hier kann ich meine Überzeugungsfähigkeiten ausbilden, wenn ich dann das Geld dazu hätte. Gut, dann lebt wohl, Elova. Kehrt bald wieder zurück. Ja, mit Sicherheit. Ja, Staubling? Ja, Motte. Fussel. Wer ist das denn? Ah. Ukobal. Hallo, Ukobal. Willkommen. Ihr seid hier am richtigen Ort, meine Liebe. Oh ja, das seid ihr. Hier finden all die großartigsten Forschungen statt. Genau hier, in dieser Flasche. Hey, der alte Ukobal wird euch alles lehren, was ihr über die Alchemie wissen müsst. Der alte Ukobal schaut so oft in die Flasche, habe ich das Gefühl. Alchemie, dann bring mir doch mal bei, was du alles über Alchemie weißt. Tön doch nicht so. Eine Prise hiervon, ein Tropfen davon. Wirklich keine große Sache. Sagt mir einfach, was ihr braucht, und ich sorge dafür, dass ihr eine Flasche davon bekommt. Außer natürlich, ich habe aus einer Laune heraus alles selbst getrunken. Würdet ihr es gern lernen? Ja, aber ich bin schon dabei. Ich muss meine Alchemiefähigkeiten ausbauen. Ukobal, erzählt mir etwas über euch, und warum habt auch ihr die Stimme von Colonel O'Neill? Ich erinnere mich wirklich nicht mehr daran, wie ich hierher gekommen bin. Aber solange mir niemand sagt, dass ich verschwinden soll, webe ich einfach weiter an meinem eigenen Lied, auch wenn alle anderen schon längst fort sind. Lasst mich raten, in eurem eigenen Lied kommen sie auf Flaschen vor. Lebt wohl, Ukobal. Ich mag ihn. So gehet. Tschüss. Da hat jemand Spaß. Alchemielabor, können wir da mal wieder ein bisschen experimentieren? Haben wir irgendwelche neuen Ingredienzien erhalten, mit denen wir mal was ausprobieren können? Der Egelholzbaum entziehend. Erfahrung. Leben und Erfahrung experimentieren. Nein. Macht und entziehend. Nein. Narbenholz und Blut. Einfacher Zornesschlitzer, ein Trank, der deinen Blutungsschaden verstärkt, kann am Labortisch mit den folgenden Reagenzien vermischt werden. Interessant. Eis und Schaden? Ah, einfache Einfrierung. Habe ich mir doch gedacht, das mit dem Schaden wird interessant sein. Feuer und Schaden? Ja, natürlich. So leicht ist das. Zunderzweige. Ja, natürlich. Einfache Brandsalbe. Wiederherstellung und Leben. Was? Die sind doch... Ach, das hatten wir, glaube ich, schon. Ich glaube, das ist einfacher Heiltrank. Genau. Können ja mal einen einfachen Heiltrank herstellen.
machen wir einfach mal einen einfachen Heiltrank. Weil einfach ist, wenn wir schon so weit sind. Gut, dann können wir hier sogar noch Reagenzien sammeln, die uns nicht so viel bringen. Und wer ist das? Sie spielt Karten. Glücksspielerin oder Kartenlegerin? Hallo, Arvia. Willkommen, Alterslose. Ich bin Arvia, aber ich vermute, das wisst ihr bereits. Die Gezeiten des Schicksals haben mich an eure Ufer gespült. Und so bin ich hier, um euren Wünschen Folge zu leisten. Oh, sie hat eine wunderschöne Stimme. Arvia ist also eine Schicksalsweberin. Ich bin euretwegen hier, um euch bei der sorgfältigen Trennung der Schicksalsfäden zu leiten und euch auf eine angemessenere Ebene zu verhelfen. Mhm, Schicksal. Ach, das ist das, wo wir unser Schicksal auflösen können. Wir könnten unsere Talentpunkte neu verteilen. Für einen geringen Preis von 1500. Vielleicht sollten wir das einmal tun, unser Schicksal auflösen und unsere Punkte neu verteilen. Ja, ich möchte das einfach einmal machen. Leb wohl. Bis wir uns erneut begegnen. Oh, jetzt sehen wir natürlich super aus, weil wir jetzt wieder unseren Gammelkram tragen. Gut, aber wir können von vorn unseren Stufenaufstieg bestimmen und werden hier in der Alchemie mehr Punkte verteilen, in der Schmiedekunst noch nicht so viele. Sinnesschärfung, hat man mir gesagt, wäre schlau. Dann werden wir uns jetzt, ja gut, Schmiedekunst, dann schmieden wir schon mal, das können wir auch dann später nochmal machen. Gehen wir wieder einen zurück und hier kann ich sonst nichts weiter aufleveln, oder? Du musst mindestens auf Stufe 8 sein. Nun gut, dann werde ich mich hier mal weiter den Geflogenheiten anpassen. Alchemie, Schmiedekunst, Sinnesschärfen, in Ordnung. Bestätigen, weil ich möchte doch bitte mehr Reagenzien sammeln dürfen. Unglaublich. Gut, aber wir bleiben bei Zauberkraft. Ich möchte nicht umskillen. Wir haben noch nicht die genügenden Dinge, die wir brauchen zum Umskillen. Wichtig ist jetzt eigentlich nur, dass wir jetzt unseren Spezialangriff freischalten. Spezialangriff, Spezialangriff. Wie viel davon kann ich verteilen? 3 Punkte. Dann können wir hier wieder weiter verteilen. Und zwar den Sturmbolzen, den wir nicht so oft einsetzen. Die Chakrame, die leveln wir jetzt mal ganz hoch, weil damit kämpfen wir hauptsächlich. Dann haben wir noch die Stufe der Flamme. Mit der kämpfen wir auch sehr viel. Dann haben wir jetzt noch den Punkt, dass wir uns ja nicht so viel Zeug verbrauchen wollen. Genau, mit dem Machtreserve. Das wollen wir ja auch noch benutzen. Legen wir weiter wieder hier drauf. Was haben wir hier noch? Schalte Spezialangriffe, Stab und Zepter frei. Das interessiert mich nicht. Ist nur für Chakrame ist mir das wichtig. Stab und Zepter benutze ich eigentlich gar nicht. Ha. Vielleicht sollte ich den Stab noch erweitern. Nein, will ich nicht. Wenn ich das hier auf Stufe 5 bringe. Und dann hier noch den Schutzsphäre aufnehme. Habe ich wieder die Möglichkeit, setzt Magie ein, um schnell einen Fair-Kotter zu erschaffen, der an deiner Seite kämpft? Die Beschwörung hält 120 Sekunden lang an. Nächste Stufe, beschwör einen Fair-Kotter, kostet 50 Mana-Punkte. Deine Magie verbindet Fleisch und Knochen, deine Wunden zu heilen. Das ist natürlich interessant. Erhöht den Schaden, Sturmbolzen bewirkt Schockschaden. Dann, das mit dem Eis ist natürlich auch interessant. Das werden wir uns als nächstes vornehmen. So, einmal die 9 Punkte verteilt. So ist es gut, so gefällt mir das. Oh, jetzt können wir natürlich wieder hier arbeiten. Zauberkraft können wir hier noch nicht auf, ne? Da brauche ich erst 28 Punkte. Na gut, dann nehmen wir den Initianten und bestätigen. Und jetzt sollten wir wieder unsere Sachen ausrüsten, die wir haben. Und sonst Primärwaffe, das sind jetzt hier die leitenden Chakrame. Unsere Sekundärwaffe, das ist das hier. Unsere Rüstung ist der Selki-Schleier. Dann das zerrissene Hemd. Nein. Oh, jetzt hat sie wieder nichts an. Dann die standhafte Robe. Die Handwickel tragen wir schon, die zerrissenen Gamaschen, die brauchen wir auch nicht. Dann brauchen wir das als Ausrüstung und das als Ausrüstung. Zerrissenes Hemd, du sollst zum Plunder hinzugefügt werden. Ausgezeichnet. So gefällt mir das Ganze schon viel besser. Ich würde nämlich einfach gerne ein bisschen übersichtlicher jetzt hier haushalten. Wenn wir schon für so wenig Geld die Gelegenheit haben, einmal unsere Skillung umzufunktionieren, dann tun Eine wir das Sterbliche auch. Hier? Ja, hier, ich. Aber ich bin schon tot, für all diejenigen, die fragen. Jetzt kann ich endlich Reagenzien ernten. Ja, ich gebe es zu, ich habe nur umgeskillt, damit ich endlich mal Blümchen pflücken kann. Ich pflück doch so gerne Blümchen. Das kann man mir doch nicht verwehren, oder? So, Lied von Sirsa Grell. Ja, wo müssen wir denn da hin? Da müssen wir erstmal wieder raus. Hallo, Galen. Galen steht da noch auf der Brücke und wartet. Hallo, Galen. Hi. Huch. Ich wünsche euch nur das Beste. Warum hat das gerade so gelaggt? Hallo, Galen. Galen hat gerade gelaggt. Habt ihr das gehört?
Da schon wieder. Ja, das ist aber merkwürdig. Ah, ich weiß warum. Wenn mein Telefon klingelt. Moment. Ja, da hat doch mein Telefon geklingelt. Das war gerade Lightcatcher. Den kennen vielleicht auch einige von euch. Ist auch ein Let's Player. Der Lightcatcher, bitte abonnieren, favorisieren und Daumen hoch geben und... Naja, was man halt so macht. Ja, das ist schon inzwischen so ein geflügeltes Wort mit dem. Abonnieren, favorisieren, Daumen hoch geben. Ey, krass, Mann. Aber der Jo macht echt richtig super tolle Let's Plays. Ich bin da auch immer mal wieder mit dabei beim Zugucken. Also ihr könnt ab und zu auch mal einen Kommentar von mir unter seinen Videos erhaschen, ne? Rote Punkte. Muss töten. Hab den Popkiller von meinem Mikrofon angespuckt. Deswegen hat mein Computer auch gerade so gehackt, weil mein Handy geklingelt hat. Tschüss, ihr Elfen. Tschüss, tschüss, tschüss. Na, du auch. Was für eine Durchschlagskraft. Plündern.